Hallo zusammen, heute mache ich eine kurze Demo von einer Real-Time-Migration von einer Business-Applikation von VMware-Plattform zu Canonical OpenStack. Unsere Infrastruktur besteht aus den folgenden Bestandteilen. Wir haben VMware-Infrastruktur auf der linken Seite, Canonical OpenStack Object Storage, in unserem Fall ist es Ceph, und Highstack Acura auf der rechten Seite, sowie eine sichere Verbindung zwischen beiden Seiten. Bevor wir starten, lasst mich euch die Typologie der Anwendung zeigen und erklären, wie es funktioniert. Wir haben eine Business-Applikation bestehend aus 20 Virtual Machines. Es handelt sich dabei um eine Oracle-Datenbank in Red Hat, zwei Windows-Maschinen, eine mit Active Directory und die andere mit Internet Information Services und 17 Ubuntu-Linux-Maschinen im Memcache-Cluster. Die Business-Logik dieser Applikation ist wie folgt. Web-Applikation läuft auf Internet Information Services, welche Daten von der Oracle-Datenbank abruft und im Memcache-Cluster speichert. Und die Maschine mit Internet Information Service ist autorisiert durch Active Directory. Lass mich euch kurz zeigen, wie diese Applikationen auf VMware laufen. Danach erkläre ich, wie wir es nach OpenStack migrieren. Aktuell bin ich also in der VMware-Konsole, wo ich 22 Virtual Machines habe. Eine mit Active Directory, eine mit Internet Information Services, eine Handvoll Maschinen im Memcache-Cluster, Maschine mit Red Hat, mit Oracle Databank und zwei Service-VMs, eine mit Highstack Acura Applikationsagenten, darüber rede ich gleich, und eine Maschine mit einem Router mit Netzfunktionalitäten für sogenannte Port-Weiterleitung. Bei unserem Highstack Acura-Agenten, der die Replikation für die Maschinen um ihn herum macht, handelt es sich um einen Super Linux Ubuntu Virtual Machine. Er hat ein paar Services installiert und wenn diese Maschine startet, findet sie alle Maschinen um sich herum und beginnt die Replikation nach einem festgelegten Plan und Retention Settings, welche der Agent von dem Cluster der Backend-Site abruft. Okay, ich zeige euch jetzt die Highstack Acura Control Maske, wo wir alle Funktionalitäten haben, um die Replikationen sowie den Migrationsprozess zu kontrollieren. Und ihr seht hier das Dashboard für Partner, wo wir deren Statistik für ihre Kunden sehen können, die Anzahl der replizierten Geräte, Menge an genutztem Storage und Cloud Sites. Aktuell haben wir dort zwei Kunden im Cluster. Einer ist VMware zu OpenStack Migration und einer für OpenStack zu OpenStack. Wenn wir zu diesem Kunden gehen, erhalten wir das Kundendashboard, wo wir die Statistik spezifisch für diesen Kunden sehen. Also auch Anzahl der geschützten Geräte, Anzahl der Gerätegruppen und genutzt Storage für eben diesen Kunden. Und wenn ich runterscrolle, sehen wir die 20 vorher genannten Maschinen mit Informationen über diese Geräte wie ihren Namen, IP-Adressen, Größe, dem aktuellen Status und dem letzten Restore Point. So, für den Zweck dieser Demo haben wir schon die Replikation auf den Virtual Machines durchgeführt. Heute werden wir ein paar Deltas zu den Business-Applikationen dazufügen, inkrementelle Replikationen auf diesen Maschinen zu einer OpenStack-Site machen und das Spin-Up, das Hochdrehen dieser Maschinen auf ein OpenStack. Um das zu tun, was ich machen muss, ist, ich nehme die Public IP-Adresse zu den Internet Information Services, was ich als Port-Weiterleitung erwähnt hatte. Wir leiten also diesen Port zu der Maschine mit Internet Information Services weiter. Ich öffne die Applikation in einem Webbrowser, wo ich 6000 Einträge in meiner Datenbank habe. Ich rufe diese Einträge von der Datenbank ab, sodass wir sie auf dem Bildschirm sehen. Hier könnt ihr sehen, es sind komplett artifizielle Daten in der Oracle Datenbank und hier könnt ihr auch einige Informationen über mein Cluster sehen, zum Beispiel eine Handvoll Maschinen, welche ich in meinem Memcache Cluster habe. In der ersten Abfrage von der Datenbank haben wir nicht das Memcache Cluster benutzt, um die Daten zu speichern,
sondern es ging von der Oracle-Datenbank in das Memcache-Cluster. Wenn ich jetzt nochmal Calculate anklicke, dann werden die Daten diesmal nicht aus der Oracle-Datenbank, sondern aus dem Memcache abgerufen. Ihr seht, beim ersten Mal hat die Abfrage mehr als 4 Sekunden gedauert. Und wenn ich jetzt nochmal klicke, dann seht ihr, dieses Mal ist es sehr viel schneller, ungefähr eine Sekunde. Und wir haben diesmal das Memcache-Cluster dafür benutzt. Okay, so lasst uns nun ein Delta zur Business-Applikation dazufügen. Ich adde also einen weiteren Eintrag zur Datenbank, wo wir aktuell 6000 Einträge haben. Also nehmen wir VMware to OpenStack. Adresse soll sein Amsterdam, denn ich bin gerade in Amsterdam. Telefonnummer ist mir egal. So, jetzt fügen wir den Eintrag der Datenbank hinzu. Und ihr seht, jetzt haben wir 6001 Einträge. So, jetzt rufen wir Daten von der Datenbank ab und versuchen unseren Eintrag in der Datenbank zu finden. Okay, dauert ein paar Sekunden, bis es fertig ist. So, fertig. Und jetzt suche ich den Eintrag und da kommt er schon. Ihr seht, der Eintrag ist nun in der Datenbank enthalten. Soweit so gut. Wir haben jetzt genau 6001 Einträge. So, wir sind jetzt bereit für die Replikation der Business-Anwendung, inkrementelle Snapshots zu machen, Deltas zu kalkulieren, Deltas zu einer OpenStack-Site zu senden und danach sind wir fertig und können das Spin-Up dieser Applikation auf OpenStack machen. Um die inkrementelle Replikation zu machen, müssen wir zurück zur HighStack Sakura Kontrollansicht gehen. Wir wählen die Geräte aus, welche wir replizieren wollen. In unserem Fall sind das alle Geräte. Und wir klicken auf Start Replication. Was ich gemacht habe, war ein Befehl an den HighStack Sakura Agent zu senden. Da ist er, um all die 20 Geräte zu replizieren. Hier in der Konsole könnt ihr sehen, dass wir damit begonnen haben, Snapshots zu machen. Danach kalkulieren wir die Deltas für diese Snapshots und senden diese an die OpenStack-Site, wo wir diese Deltas in Ceph speichern, in einem Object Storage, sodass jeder Snapshot ein Set von Objects in einem Object Storage ist. Das hilft uns, Deduplikationen zu machen. Es hilft uns, Daten in einer effizienten Weise zu speichern. So, die Replikation kann ich manuell oder nach Listen, nach Plänen machen. So zum Beispiel nach Gerätegruppen oder alle Geräte oder einzelne Geräte. Checken wir ein paar Geräte, zum Beispiel hier Maschine mit Internet Information Services, Maschine mit Red Hat. So, ich kann also einen spezifischen Plan erstellen. Aktuell wird die Replikation alle 2 Stunden ausgeführt. Ich kann das natürlich individualisieren und sagen, Replikation bitte alle 10 Minuten. Wenn ich das machen will, reine Config-Sache. Ich speichere die Einstellung und jetzt werden diese beiden Geräte alle 10 Minuten repliziert. Es würden dann beständig Snapshots von den Geräten gemacht, Deltas kalkuliert und diese Deltas an die OpenStack-Site gesandt. So, schauen wir mal, was unsere aktuelle Replikation macht. Man sieht, manche Geräte sind im Replikationszustand. Wir müssen also warten, bis sie in den Protected-Zustand wechseln. Man sieht, fast alle Geräte sind bereits im Protected-Zustand, nur ein paar sind noch im Replikationsmodus. Also, warten wir noch ein paar Sekunden. Und ja, es ist fertig. Alle Geräte haben nun den Protected-Status. Das bedeutet, alle Veränderungen, alle Deltas von der vorangegangenen inkrementellen Replikation sind schon auf einer OpenStack-Site in Ceph. Und wir sind bereit, diese Applikation in Canonical OpenStack hochzudrehen, zu Spin-Up. Um das zu machen, also das Spinning-Up unserer Business-Applikation auf einer OpenStack-Site, benutzen wir einen Migrationsplan. Ein Migrationsplan ist ein Szenario, ein Handbuch, Runbook, welches wir für das Spin-Up von Infrastruktur auf einer neuen Plattform benutzen. Ihr könnt hier die Beschreibung von allen Geräten sehen. Zum Beispiel haben wir hier die Beschreibung der Maschine mit Red Hat. Ihr könnt einige Informationen finden über RAM,
CPU, Ports, Zuordnung von MAC und IP-Adressen, die Boot-Kondition, ihre Rangfolge. Bei der Rangfolge geht es um Orchestration, also Koordination. Also wenn ihr nicht alle Maschinen auf einmal booten wollt, sondern eine Vorstellung, einen Plan habt, wie ihr booten wollt, denn was sind die Abhängigkeiten zwischen den Maschinen, dann müssen wir über diese Koordination nachdenken. Und dafür gibt es eben diesen Punkt Rang. Und alle Geräte außer Internet Information Services beginnen in Rang 0. Das heißt, sie starten, sobald wir mit dem Hochfahren beginnen, und die Maschine mit Internet Information Services würde erst dann starten, wenn alle anderen Maschinen schon hochgefahren sind. Zusätzlich haben wir Informationen über solche Dinge wie Portweiterleitung inklusive Disaster Recovery oder Migrationspläne und auch Subnets. Falls wir in unserem OpenStack-Projekt Subnets kreieren wollen oder wir schon vorbereitete Projekte oder Tenants haben, können wir auch nur die Recovery des Compute-Teils machen, ohne Netzwerke zu kreieren, denn sie sind ja schon da. So, wir benutzen diesen Data Recovery oder Migration Plan in unserem Spinning Up Process, unserem Migrationsprozess. Im Hintergrund wird dieser Plan in eine Hit-Template umgewandelt und dieses Template wird dann auf einem OpenStack ausgeführt, um all die Maschinen in Canonical OpenStack hochzufahren. Okay, um das zu tun, ich wähle den Migrationsplan aus und führe die Migration aus. Die Migration besteht aus verschiedenen Schritten, wo ich nochmal weitere Migrationspläne auswählen kann oder ich kann meinen Plan überarbeiten, verändern, Rang, CPU oder jedes andere veränderbare Feld oder ich kann ein Customized, einen individuellen Migrationsplan erstellen, wenn ich möchte. Aber in unserem Fall sind wir mit unserem Plan zufrieden, denn er ist up to date. Er beinhaltet alle Veränderungen, die wir auf dem OpenStack Site haben wollen. Also klicke ich einfach Next und tippe dann den Namen meiner Cloud-Site ein. VMware to OpenStack. Jetzt wähle ich einen Recovery-Punkt oder Restore-Punkt aus. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich meine Snapshots aufgenommen haben möchte. So für alle Maschinen nehme ich den zu meinem neuen Zeitpunkt nächstgelegenen vergangenen Snapshot. Ich bin einverstanden mit meiner aktuellen Zeit und darunter habe ich hier die Beschreibung der Business-Anwendungen, welche auf der OpenStack-Site rekreiert werden, mit dem Namen der Maschine, ihre IP-Adressen, CPU, RAM, Rang und Subnets, welche auf einer OpenStack-Site zugewiesen würden. Ich bin also mit all dem zufrieden und klicke dann nur noch Run Migration und das war's. Wir haben jetzt den Migrationsprozess gestartet. Nun wechseln wir zu einem OpenStack, loggen uns ein. Ihr seht, wir nutzen Ubuntu OpenStack für unsere Zielplattform. Hier haben wir gerade einen neuen Tenant, also einen neuen OpenStack-Projekt geschaffen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe den Namen für die Cloud-Site eingegeben. Hier sieht man ihn. Er steht am Ende hinter dem Unterstrich. Wir haben diese Cloud-Site-Namen dazugefügt und so wird ein neues Projekt, einen neuen Tenant geschaffen. Wie ich schon erwähnt hatte, ist es auch möglich, Migration zu bereits vorbereiteten Tenants zu machen mit VPNs, Routern, Firewalls etc. etc. All diese Dinge können schon angelegt worden sein, bevor wir die Migration des Computing-Teils machen. Oder wir machen die Migration zu einem neuen angelegten Projekt. So, was wir in diesem Abschnitt im Hintergrund machen, ist ein P2V oder V2V Process. Das ist eine Virtual-to-Virtual oder Physical-to-Virtual Transformation, wo wir den Hypervisor wechseln von E6i zu KVM. Wir haben eine Handvoll Volumes geschaffen, wie ihr sehen könnt. Und wir stehen kurz davor, diese Maschinen zu booten. Wir haben ein paar Sekunden werde ich diese Seite refreshen und ihr werdet sehen, wie die Maschinen, welche wir in unserem Business Application in VMware sahen, in OpenStack erscheinen werden. So, ich refreshe die Seite und yeah, wir können sehen, es startet mit der Red Hat Maschine. Und wenn ich die Seite nochmal update, dann sollten wir ein paar mehr Maschinen in OpenStack sehen. Ja,
Hier könnt ihr sehen, wir haben schon 20 Items am Laufen. So, wir müssen nur ein paar Minuten warten, bis alle Maschinen hochgefahren sind. Und danach werden wir in der Lage sein, unsere migrierte Web-Applikation in einem Browser zu öffnen und zu checken, ob unser Eintrag, den wir in der Oracle-Datenbank auf Red Hat in VM laufend hinzugefügt haben, erfolgreich nach OpenStack migriert wurde. Und wir nahmen einen Snapshot von unserer Business-Applikation und Oracle-Datenbank und wir haben immer noch Konnektivität zwischen all unseren Bestandteilen in unserer Business-Applikation. So, also ich refreshe jetzt die Seite nochmal und schauen wir, was los ist hier auf OpenStack. Man sieht, alle Maschinen sind gestartet, mit Ausnahme von Internet Information Services. Hier kann man sehen, wir haben eine zusätzliche Virtual Machine, genannt SVM oder Service VM, das ist Acura Service VM Image. Diese Maschine ist ein einfacher Router. Wir ordnen ihr eine Floating IP-Adresse zu. Wenn wir also in unsere Web-Application schauen, geben wir diese Web-IP-Adresse als Public IP-Adresse ein und es macht eine Portweiterleitung zu unserer Maschine mit Internet Information Services. Und wenn diese Maschine hochgefahren ist, dann sind wir in der Lage, uns in unsere Web-Applikation einzuloggen. So. Hier haben wir die Maschine mit Internet Information Services. Sie läuft und nun sind wir bereit, uns in die Web-Applikation einzuloggen und zu sehen, ob unser Eintrag vorhanden ist und wir erfolgreich die Business-Applikation migriert haben. Um das zu tun, muss ich nur die Public IP-Adresse von meiner Service VM nehmen. Wo ist sie? Ja, da ist sie. Also nehme ich sie und gebe sie in meinen Webbrowser ein. Und dann sollten wir unsere Web-Applikation User Interface sehen und den Eintrag. Ein paar Sekunden warten, bis Internet Information Services auf dieser Virtual Machine startet. Hier sieht man schon den Titel. Und ja, 6001 Einträge sind hier. Also klicke ich Calculate und schauen wir, ob der Eintrag und alle Daten ohne jegliche Verfälschung da sind, wo sie sein sollen. Okay, es lädt ein paar Sekunden und fertig. Wenn ich jetzt runterscrolle, sehen wir, mein Eintrag ist hier, so wie er war. Also haben wir erfolgreich eine Business-Applikation von VMware zu OpenStack migriert und das in nur wenigen Minuten. Das war's. Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.